Wir starten weiter mit Erik Lippmann, Konfigurationsmanagement mit Verbosi. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, super Einstieg, das passt natürlich auch. Ja, herzlich willkommen zu Configuration Management mit Verbosi. Ich denke, für die meisten ist das Thema relativ unbekannt, da es ein komplett neues Projekt ist. Wir haben auf der Agenda erstmal die Frage, warum machen wir das überhaupt? Wieso müssen wir noch eine CMDB haben? Welche Anforderungen hatten wir konkret? Und wie gehen wir sie dann im Endeffekt mit Verbosi an, um dann abzuschließen mit einer Live-Demo? Mein Name ist Erik Lippmann, ich bin seit 4 Jahren bei der NetWays GmbH als Entwickler tätig. Habe dort an allen Open-Source-Produkten mitgearbeitet, die da in den letzten Jahren so rausgekommen sind. Wir haben uns der Open-Source verschrieben, also alle Projekte, die wir so einsetzen, basiert auf Open-Source-Software, wie zum Beispiel Isinga, Puppet, OpenNebula, nur um einige zu nennen. Neben OSDEC veranstalten wir auch noch andere Konferenzen. Zum Beispiel das Rootcamp, das ist im Rahmen des Linux-Tags ein Barcamp für Admins. Das findet am 25. Mai statt in Berlin. Und die Open-Source-Monitoring-Konferenz dieses Jahr im Oktober, auch wahrscheinlich hier im Holiday Inn. Einsteigen in die Welt des Configuration Management werde ich mit der Frage, wozu eigentlich eine CMDB? Grob gesagt ist eine CMDB erstmal dazu da, um alle Betriebsmittel der IT zu verwalten. Das sind natürlich Hardware und Software, aber auch Metadaten wie Lizenzen, Garantielaufzeiten oder Kontakte, Kunden, Lieferanten. Und nur wenn ich weiß, was ich eigentlich alles habe, kann ich das auch pflegen, überwachen und verbessern. Eine CMDB ist eine zentrale Datenbasis für alle Abteilungen, die ich so in meiner Firma habe. Sie bietet einen einfachen und transparenten Zugriff auf Daten und unterstützt dann sozusagen die Geschäftsprozesse. Und dadurch habe ich mehr Kontrolle über meine Daten. Idealerweise ist es so, dass ich mit einer CMDB zu jeder Zeit genau weiß, was in meiner IT so vorgeht. Im Reellen wird das meistens so sein, dass nur kritische Geschäftsprozesse da abgebildet werden, wenn überhaupt. Oder es wird dann erst in die CMDB geschaut, wenn die Inventur ansteht oder die Garantielaufzeiten mal überprüft werden müssen. Mal kurz als Frage, mit Hand hoch, wer von Ihnen hat denn so alles in der CMDB oder macht damit was? Hier die Leute von Xing natürlich. Ja, schon ein paar. Wir haben natürlich auch CMDBs eingesetzt, Open Source CMDBs, iDoIt und GLPI, um mal einige zu nennen, aber sind mit denen irgendwie nie so richtig warm geworden. Wir hatten Probleme mit den Schnittstellen, das heißt, es ist zum einen die Abfrage. Wenn wir die Daten nicht effektiv aus der CMDB rauskriegen, dann ist es eigentlich schon verkehrt, das dann einzusetzen. Fehlende oder eingeschränkte Schnittstellen bezüglich Im- und Export. Und es war mit keiner Software so richtig möglich, zusätzliche Quellen anzubinden. Also wenn ich zum Beispiel schon Informationen habe, wie mit einem Puppet und einem Foreman, dann wäre es natürlich sehr praktisch, die dann auch an die CMDB anzuschließen, anstatt dann diese ersetzen zu wollen. Und am besten wäre es noch, wenn ich meine IT koppeln könnte. Also das heißt, ich trage in die CMDB irgendeinen Server ein und mit diesem Eintrag wird dann irgendwo ein Ticket erstellt oder eine Monitoring-Konfiguration. Das dann am besten automatisch, ohne dass dann jemand noch da irgendwie Hand anlegen muss. Das größte Problem, was eigentlich alle haben, ist, sie haben ein vorgeschriebenes Schema. Das heißt, jedes IT-Unternehmen, jede Branche ist unterschiedlich. Und durch dieses vorgeschriebene Schema ist es eigentlich schon mal so, dass Daten unvollständig sind, die in meiner CMDB dann landen. Und wenn sie anpassbar sind, dann ist das meistens nur mit einem großen Aufwand verbunden, der dann eigentlich in der Realität gar nicht gemacht wird. Ein bisschen einhergeht mit eingeschränkten Schnittstellen ist die aufwendige, meist webbasierte Administration. Wenn dem so ist, habe ich einen hohen Pflegeaufwand und dadurch die Gefahr, dass Daten nicht aktuell gehalten werden und dann wird die CMDB nicht mehr effektiv eingesetzt. Wenn ich Konfigurationen in meine CMDB manuell einpflege, dann ist es auch so, dass da Redundanzen und Tippfehler auftreten können. Also Ziel soll das sein, das möglichst automatisiert ablaufen lassen zu können. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ist es so möglich, überhaupt Änderungen in Echtzeit in meine CMDB einfliegen zu können? Das hat uns dann quasi dazu getrieben, eine eigene
CMDB zu entwickeln oder Anforderungen erstmal zu stellen, wie sollte denn eine gute CMDB aussehen und wie passt die CMDB am besten zu uns in die Firma. Wir haben uns grob gesagt, als erstes brauchen wir einfache Erweiterbarkeit. Mit dem Punkt geht einher, dass bestehende Systeme mit bestehenden Systemen interagiert werden sollen, anstatt diese zu ersetzen. Wir wollen programmatische Schnittstellen haben, das heißt, dass wir für uns intern, aber auch für Leute, die die CMDB dann einsetzen, dass diese an die Daten rankommen und auch Daten einpflegen können, am besten über selbstgeschriebene Skripte oder irgendwelche anderen Programme. Dann habe ich statische und dynamische Daten. Das heißt, statische Daten, ich weiß, mein Server hat die CPU XY, aber ich habe auch dynamische Daten, wie zum Beispiel, wie ist der Status von meinem System. Ist zum Beispiel eine VM gerade up oder down? Wie sieht es aus mit den aktuellen Performance-Daten? All sowas wollten wir mit dieser Erweiterbarkeit erreichen, dass wir statische und dynamische Daten abfragen können. Wir wollen die CMDB integrieren in unser System. Das heißt, bestmöglich sollte bei einem Eintrag in die CMDB danach automatisiert irgendetwas passieren. Zum Beispiel eine Monitoring-Konfiguration oder bei einer Kundenanlage wird eine Mail verschickt, dass zum Beispiel überprüft werden soll. Moment, Faden verloren. Dass überprüft werden sollen, wie die Supportverträge dort sind. Und für all das haben wir uns überlegt, ein Plugin-Framework da bereitzustellen, das die Erweiterung und Anpassung der Funktionalität der CMDB ermöglicht. Ich habe vorhin ein vorgeschriebenes Schema genannt. Wir wollen ein freies Schema haben. Das ist so der Hauptpunkt für die Neuentwicklung der CMDB, weil alle anderen haben ein vorgeschriebenes Schema. Das heißt, erst das Schema entscheidet, was wir eigentlich überhaupt in der CMDB speichern wollen. Wir können damit die Infrastruktur genau auf die CMDB genau auf die Infrastruktur anpassen. Dazu brauchen wir natürlich irgendwie eine Datenbank, in der das gespeichert wird. Die meisten CMDBs werden wahrscheinlich MySQL, also eine relationale Datenbank als Backend haben. Da haben wir uns dagegen entschieden und sind auf dokumentenorientierte Datenbanken gekommen. Dokumentenorientierte Datenbanken sind erstmal so, man sagt, dass sie schemafrei sind. Natürlich haben sie auch ein gewisses Schema, aber es wird erst durch die Daten definiert. Das heißt, ich kann, wenn ich schon einen Datensatz eingepflegt habe, kann ich einen nächsten einpflegen, bei dem ein Feld fehlt oder ein neues Feld einfach hinzufügen, ohne dass da irgendein Schema existieren muss. Es gibt natürlich viele Vertreter bei den dokumentenorientierten Datenbanken. Wir haben uns dafür MongoDB entschieden, aufgrund der Performance, weil es Indizes bietet. Und weil wir damit dynamische Abfragen machen können. Und was natürlich trotzdem für das Schema wichtig ist, sind Relationen und andere bekannte Datentypen, die wir da so brauchen. Um dieses Schema zu definieren, haben wir weiterhin gedacht, dass wir Konzepte aus der Objektorientierung da mit in die Definition des Schemas übernehmen. Das heißt, wir haben anstatt in einem relationalen Datenbankmodell haben wir ein hierarchisches Modell, natürlich trotzdem mit Relation und setzen ganz stark auf Vererbung. Das heißt, wir definieren ein Objekt, was oben in unserer Hierarchie steht, von dem alle anderen dann erben und nutzen die bereits definierten Attribute, die oben gegeben wurden. Also sagen wir zum Beispiel, in unserer Infrastruktur hat jedes Objekt eine Seriennummer, dann hat das Oberobjekt eine Seriennummer und danach mache ich erst meine Unterobjekte und sie erben automatisch dieses definierte Attribut. Ich kann später Attribute in Oberklassen auch hinzufügen und dieses verändert und wirkt sich dann auch auf die bereits abgeleiteten Klassen ab. Und so ist es für mich möglich, Ähnlichkeiten zu definieren. Das heißt, ich kann einfach erstmal leere Hüllen definieren und später erst die wirklichen Objekte, die dahinter liegen. Wenn ich jetzt all das habe, also ich möchte einfache Erweiterbarkeit, ein freies Schema, Konzept aus der Objektorientierung, dann muss ich das ja auch irgendwie administrieren können. Und die Daten natürlich effektiv abfragen können. Wir haben uns da gedacht, erstmal die Administratoren abzuholen, also die natürlich mit einer CMDB als erstes arbeiten und haben dort an so ein Kommandozeilentool gedacht, was eine Sprache bietet, die genau das reflektiert. Die Sprache nennt sich Verbose Query Language, ist SQL und OQL ähnlich. Ich denke, das sollte jedem was sagen, wie das dann ungefähr aussehen könnte. Wenn man an relationale Datenbanken denkt,
und sieht die Relation, dann weiß man, dass da Abfragen unnötig komplex werden können. Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen diese Abfragen-Joins vereinfachen. Wenn es dort Abfragen gibt, dann sollen diese natürlich auch möglichst dynamisch sein. Deswegen gibt es Aliase, die mit Makros versehen werden können. Das heißt, ich kann auf einem Host sagen, führe mir Alias XY aus und in dem wird zum Beispiel der Hostname ersetzt und dann führt er automatisch eine Abfrage aus mit dem Hostnamen drin, ohne dass ich eben die komplette Abfrage lang einsetzen muss. Und wir wollen natürlich, dass diese Sprache auch erweiterbar ist für uns selber, falls uns mal was fehlt an der Grammatik, aber auch für jemanden, der das einsetzt, dass der die Möglichkeit hat, diese Sprache zu erweitern. Und was bis jetzt erstmal noch nicht definiert ist, aber was es irgendwann mal geben soll, ist ein dynamisches Webinterface. Aber mehr wissen wir dazu auch noch nicht, wie das dann auf die ganzen Anforderungen passt, die wir so haben. Okay, so viel dazu. Dann das Projekt Verbosi. Wie sind wir da auf den Namen gekommen? Speziell war das der Herr Erk, der da eigentlich immer so die klugen Namenseinfälle hat. Und er hat sich gesagt, okay, wenn ich ein Programm aufrufe und will wissen, was da abgeht, dann mache ich den --Verbose-Schalter. Und so hat er dann vorgeschlagen, hey, die CMDB liefert auch Daten, also warum nicht Verbosi? Wir entwickeln dort seit 2011 daran. Es ist in Python geschrieben und den Piloten, den haben wir in Zusammenarbeit mit der Xing AG entwickelt. Davon schon mal vielen Dank für die Zusammenarbeit. Wegen der Komplexität haben wir es da nicht geschafft, rechtzeitig irgendwas zu liefern. Deswegen sind die Kollegen da bei Rectables geblieben, wer da den Vortrag vorher gehört hat. Ja, aber wir machen da trotzdem noch weiter. Wie sieht das aus? Wir haben zentral einen Verbose-Daemon, der mit der Datenbank der MongoDB kommuniziert. Und dieser bietet eben eine RPC-Schnittstelle nach außen. Und alle anderen Tools, die dann daran anschließen, nutzen diese Schnittstelle, wie zum Beispiel auch unsere Command-Line. Das kann man sich im Endeffekt vorstellen wie ein MySQL-Server und ein MySQL-CLI. Bloß, dass wir eben noch so eine Datenbank-Abstraktion auf der MongoDB dann haben. Der Server hat dabei die komplette Logik. Also, wenn ich an dem Server eine Abfrage sende, dann verarbeitet er die auch. Die ganze Logik ist beim Server, die Datenbankverbindungen, die Abfrage und die Eingabe mache ich dort. Und dort werden auch die Quick-Commands, die sogenannten Aliase, dann auch gespeichert. Die CLI, die ist dann im Endeffekt nur ein simpler RPC-Client, der die Anfrage vom Benutzer an den Server weiterleitet und dann das Ergebnis an den Benutzer zurückgibt. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, die Datenbank wird auch versioniert. Das heißt, wenn ich jedes Mal, wenn ich eine Änderung an irgendwelchen Objekten vornehme oder meinem Schema, dann wird da eine neue Version erzeugt und ich kann zu jeder Zeit zu irgendwelchen Versionen zurückspringen, wenn ich da einen Fehler gemacht habe oder wenn ein Kollege was verbockt hat, je nachdem. Ja, neben MongoDB setzen wir da auf zwei Python-Bibliotheken, die wir da lieben gelernt haben. Das ist einmal MongoEngine, die als Abstraktion auf der MongoDB sitzen, und PyParsing, mit der wir die Verbose Query Language definiert haben. So. Und jetzt würde ich gerne das mal zeigen. So, damit ich auch was sehe. Okay, also der... Ja. Kommt sofort, Entschuldigung. So. Okay, wir haben einen Verbose-Daemon laufen. Und wir haben eine MongoDB laufen. Und der Verbose-Daemon, der kommuniziert jetzt quasi hier mit der MongoDB. Und wir haben unsere CLI, die Verbose-Shell. Es geht los. Wer das aus MySQL kennt, wer SQL kennt, der wird hier sehr schnell vertraut sein. Es geht los mit, dass ich Ihnen zeige, dass die Datenbank wirklich leer ist, anstatt Show Tables, Show Classes. Und wir definieren jetzt einfach mal ein kleines Beispielschema und fügen da ein paar Daten ein und zeigen dann auch mal die Erweiterbarkeit, die das Verbose dann bietet.
Wir haben uns angewöhnt, eine Oberklasse anzulegen, die erstmal als leere Hülle dient, die einfach das Top-Level-Objekt meines hierarchischen Modells ist. Das heißt, wenn ich mal irgendwas ändern will an all meinen Objekten, dann kann ich eben genau auf das zurückgreifen. Dann gibt es in einer CMDB sicherlich Hardware, die wir auch erstmal nur leer anlegen, weil unter Hardware natürlich viele Sachen fallen. Das können Drucker sein, das können Laptops sein, das können Server sein. Die legen wir jetzt hier an. Und jetzt unsere erste richtige Klasse, die von Hardware erbt, mit dem Attribut Name vom Typ String. Ja. Soll ich noch Hardware angeben? Okay. So, vielleicht kurz zur Syntax. Mit diesem Inherits sagen wir, bitte erb von dieser Klasse und nimm alle Attribute mit, die er gerade hat. Wenn ich jetzt Hardware in ein Attribut hinzufügen würde, machen wir das einfach mal. Add Attribute. Dann habe ich das automatisch auch dem Server, der er davon geerbt hat, mit hinzugefügt. Mit Describe Class Server sehe ich dann auch hier, dass das Attribut Test mit hinzugefügt wurde. Okay, in unserem Beispielschema soll es auch noch Kunden geben, denen dann irgendwelche Server gehören. Der hat auch erstmal wieder nur einen Namen vom Typ String und eine Relation mit dem Namen Servers, die vom Typ Many-to-One ist. Das heißt, ein Customer kann mehrere Server haben, aber ein Server kann nur einem Customer gehören. Jeweils einem Customer. Wir geben hier noch an eine Backref. Das soll ausgeschrieben Backreference bedeuten. Immer wenn ich so eine Relation anlege, wird sie automatisch auch bei der Klasse angelegt, die in Beziehung steht. Das heißt, wenn ich diesen Befehl dann abfeuere, dann ist in der Servers-Klasse auch automatisch eine Relation angelegt. Und ich möchte auch noch sagen, welche Klasse da überhaupt die Relation gemacht wird. Das ist Server. So. Ja, okay. Viele Fehler eingebaut. Na. So. Okay. Von dem Server bekomme ich dann bei jedem Schritt immer zurück, selbst wenn ich es anlege, was denn da eigentlich angelegt wurde. Okay. Jetzt haben wir da so ein kleines Beispielschema mit noch keinem Leben. Und wir können jetzt mal anfangen, den ersten Server anzulegen. Mit dem Namen OSDC. Der ist jetzt einfach erstmal drin. Das können wir auch machen, wenn wir den jetzt ausgeben lassen. Sehen wir hier den Server und auch mit dem vererbten Attribut, was wir hier haben, Test, das haben wir jetzt nicht befüllt, sondern nur den Namen. Das steht auch noch auf nichts. Wir haben eine Relation zum Kunde, den haben wir aber auch noch nicht definiert, beziehungsweise noch keinen Kunden vergeben, sondern nur den Namen OSDC hier und wir sehen von der Versionierung, dass es noch Version 1 ist. Also das heißt, an dem wurde noch nichts verändert, das ist jetzt so ein frisches Objekt. An der Stelle vielleicht noch mal kurz zu den Quick Commands. Den nennen wir jetzt mal About Me.
Und der würde jetzt auf dem Server ein About Me speichern, was jetzt automatisch dann auch auf allen anderen Clients dann zur Verfügung steht. Also das heißt, wenn einmal jemand so ein Quick Command anlegt, kann dann jeder andere den auch benutzen. Natürlich macht das jetzt hier keinen Sinn, da direkt OSDC reinzuschreiben, sondern da irgendwie einen Makro zu verwenden wie IP oder Hostname oder sowas. Und dann könnte dann, falls es mal brennt und die CLI ist auf meinen ganzen Servern verteilt, kann ich bei denen dann einfach About Me machen. Und der dann an dem Server sitzt, würde dann genau wissen, aha, das ist der Server, der diese Garantielaufzeit, da steckt der RAM drin. Und vielleicht ist es eine virtuelle Maschine oder nicht, anstatt eben so einen komplett langen Befehl immer wieder eingeben zu müssen. Dann legen wir mal einen Customer an. Und dem vergeben wir jetzt auch die Relation. Also, wir legen den Customer mit dem Namen EEE an und er soll alle Server haben, die wir jetzt bereits schon in unserer CMDB eingepflegt haben. Und heraus kommt dann das, was ich angelegt habe, und bei der Relation sehen wir hier erstmal nur, dass es hier dieser Server mit der ID ist. Wegen den einfachen Joins, wenn wir jetzt da vielleicht mal kurz als Beispiel zu SQLs gehen, hätte ich jetzt sowas mit einem Inner-Join-Server. In Verbosi funktioniert das über eine Punktverknüpfung. Das heißt, ich kann sagen A.B.C und das ist dann automatisch ein Join von den drei Klassen. Und wir machen mal, wir möchten gerne die Namen von dem Server haben, die schon einem Kunden gehören. Und der Punkt hier löst dann automatisch auf, aha, okay, das ist die Relation zur Klasse Servers, zur Klasse Server. Und wir haben ja nur jetzt einen drin und da kommt dann dieser OSDC-Host raus. Genauso wie mit der Back-Reference, die automatisch angelegt wurde, wenn wir das Schema definiert haben, ist es hier jetzt auch so, wenn wir den Host uns anschauen, hat der automatisch dann auch die Beziehung zu dem Kunden schon. Also, dann sehen wir hier, dass der Customer, den wir auf der anderen Seite angelegt haben, dass der automatisch hier hinzugefügt wurde. So, okay. Ja. Dass ich den Kunden, den ich gerade angelegt habe, dass ich den Namen EEE gegeben habe, das war ein bestimmter Grund, weil ich habe in dem Verbosi schon eine Erweiterung geschrieben, der aus dem Sugar-CRM, das ist ein Tool, um Kontakte zu verwalten, dass ich da nicht die Daten von jedem Kunden nochmal neu eingeben muss, sondern ich überlege mir, okay, ich habe einen Schlüssel, das ist zum Beispiel in diesem Fall so ein Kurzname. Und ich möchte nicht alle Daten in der CMDB neu einpflegen, sondern ich möchte die Daten aus den Tools, die ich schon in meiner Infrastruktur habe, möchte ich die Informationen aus anderen dann einfach anzeigen. Und es ist dieser EEE Endomens Limited, hier mit diesem Shortname EEE, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Und all diese Informationen, die wir hier sehen, die hätten wir jetzt auch gerne in unserer CMDB schon einfach angezeigt, um dann damit arbeiten zu können. Das Plugin-Framework, das ist auch in Python. Das heißt, wenn man die CMDB erweitern will, ist es erstmal so, dass man da Python-Code schreiben muss. Es ist angedacht, dass man da irgendwann mal irgendwelche Plugins reinhängen kann. Das heißt, dass man so wie in Ada Nisinga sich was schreiben kann und das wird dann da automatisch ausgeführt. Wir importieren hier den Sugar Hook und müssen erstmal noch unser Verbosi neu starten.
Und wenn ich jetzt wieder von meinem Customer selektiere, dann sehen wir, dass der jetzt hier viel mehr Attribute hat als vorhin. Wir hatten vorhin nur den Namen EEE eingetragen und ziehen jetzt bei dieser Abfrage die Daten aus dem Sugar. Wir könnten jetzt auch hier die Industry mal von Banking auf Apparel ändern zum Beispiel. Speichern das Ganze ab. Und haben hier noch vorhin das Banking gehabt und haben jetzt hier das Apparel. Also die Daten werden auch dann live abgeholt. Bei uns ist es so, dass wir ganz viel mit Puppet machen. Und Puppet hat dort ein tolles Frontend namens Foreman, von dem es auch einen Vortrag gibt. Und dort stehen schon sehr, sehr viele Informationen zu Servern drin. Das heißt, es wäre ja eigentlich super, wenn wir da auch die Informationen aus diesem Tool rausholen können. Den müssen wir dann wieder importieren, das Plugin, und nochmal neu starten. Und das Plugin ist aber so geschrieben, dass wenn es das Attribut nicht im Schema gibt, dann wird es auch nicht angezeigt. Also wir können jetzt mal einen Select Stern vom Server machen. Und ich möchte hier jetzt noch Fakten aus Foreman angezeigt haben. So, und wir ändern jetzt also die Klasse Server, damit das Attribut dann damit angezogen wird. So, jetzt haben wir da noch ein isVirtual. Jetzt ist es aber so, dass dieser OSDC-Host, den ich da angelegt habe, dass der gar nicht in Puppet drin ist, also in unserer Datenbank. Das heißt, hier wird dann natürlich auch gar keine Information angezogen werden können. Also brauchen wir mal noch einen Host, der wirklich da ist. Netwirt 1. Und ja, hier sehen wir dann die Veränderung, bei dem ist das Attribut ist virtual of true. Ich hatte vorhin noch Isinga erwähnt, das ist so der letzte Hook, den ich so als Beispiel habe. Wenn wir dann zum Beispiel den aktuellen Status aus dem Isinga rausholen wollen, von dem Host, ist er gerade down, ist er gerade ab, dann können wir dieses Plugin da bemühen. Brauchen natürlich erstmal wieder das Attribut in unserem Schema. Ich habe es Status genannt, das heißt State. Und wir sehen, dass hier, dass dieser Host ab ist. Also die Daten kommen jetzt aus dem Isinga. Wenn jetzt im Isinga dann irgendwas passiert und er würde auf Down gehen, dann würde das dann hier auch reflektiert werden. Und wenn ich einen Select-Stern from Server mache, wäre hier der State dann auch Down. Das muss ich nicht. Okay. Können wir vielleicht hier schon mal machen? Hat schon jemand Fragen zu Schema, zur Modellierung, wie das gedacht ist? Ja? Ich versuche freizeitmäßig so ein bisschen sowas zu machen und mein Problem ist, dass ich unterschiedliche Parent-Children-Beziehungen habe. Also ich habe
Wir benutzen sowas Ähnliches wie ein Logical Device, was entweder eine virtuelle Maschine sein kann oder eben eine Installation von einem Betriebssystem. Und du kannst ja dann aufeinander stacken. Du kannst ja sagen, ich habe eine Hardware, dann habe ich da einen Hypervisor, dann habe ich da nochmal eine virtuelle Maschine drin, um diese Relationen darzustellen. Diese Parent-Child-Beziehungen in normalem SQL ist extrem schwierig darzustellen, richtig, ja. Weil man nicht in dieselbe, man kann nicht, also man müsste mit irgendwelchen Hilfstabellen arbeiten, wo man noch den Typ ablegt, damit man weiß, in welcher Tabelle man nachschauen kann. Ja. Ist das hier einfacher? Ja, man würde quasi das einfach an. Man würde sie einfach voneinander erben lassen. Also wenn der eine mehr Attribute und wenn zwei Klassen gleich sind oder zwei Objekte, wenn zwei Typen gleich sind, der eine hat aber ein Attribut mehr, sagen wir mal, dann lassen wir die einfach voneinander erben und tun bei dem unteren Objekt, bei dem Child, dann einfach ein Attribut hinzufügen. Oder meint sie die Relation? Ich meine was anderes. Okay. Genau, ich meine was anderes. Die Relation, die man darstellt, ist ja, ich habe eine Hardware und dann habe ich einen, sagen wir mal, ein Hypervisor, und dann sage ich, Hypervisor ist installiert auf Hardware-Relation. Ah, ja, okay. Ja. Dann habe ich darunter noch eine virtuelle Maschine, da sage ich, virtuelle Maschine ist installiert auf Hypervisor. Okay. Das könnte ich ja auf einer anderen Hardware, habe ich dann kein Hypervisor dazwischen, da habe ich dann direkt die virtuelle, also nicht die virtuelle Maschine, also es können verschiedene Relationsbeziehungen sein. Verschiedene Typen einfach. Genau. Ja. Und ja. Ist das hier einfach, weil es Typen neutral sozusagen ist, die Relation? Weil es sieht so aus, als würde es nur nach der ID schauen. Es schaut erstmal nur nach der ID, aber man gibt trotzdem an, von welcher Klasse ist das. Man würde in dem Fall einfach eine Klasse einfügen, die erstmal nichts darüber sagt, so wie Hardware zum Beispiel. Man sagt dann bei Ihnen, so ähnlich wie Hardware, das ist erstmal lose, aber man vergibt damit die Beziehungen. Und alles, was quasi von Hardware dann erbt, kann dann diese Beziehung eingehen. Okay. Also das, wir haben ja jetzt nur eins, was von Hardware erbt. Wir machen mal noch eine Klasse Printer, die auch von Hardware erbt. Was nehmen wir mal? Serial Number. Und jetzt füge ich da mal noch was ein. So, jetzt habe ich zwei Unterklassen von Hardware, einmal Server und einmal Printer. Und die kann ich jetzt aber trotzdem direkt ansprechen, indem ich einfach von Hardware selektiere. Und ich habe eine Vermutung, das werden meine tollen Plugins sein. Das ist nicht Schuld des Programms. Ich mache die mal kurz wieder raus. So. So, wir selektieren von Hardware und sehen dann, dass wir den Printer rausbekommen und die zwei Server, die wir bereits eingefügt haben. Und ich kann jetzt genauso auch auf diese Abfrage dann auch Bedingungen machen. Also zum Beispiel, gib mir mal alles von meiner Hardware, die Serial Nummer 1234-% hat oder sowas in der Art. Und so würde das dann eben auch mit den Relationen gehen, wenn ich einfach so ein Meta-Objekt dazwischen hänge. Ja, wenn ich jetzt einen Break generiere, kann ich dann sagen, in diesem Break hängt eine Relation, ist enthalten in der Drucker und der Server. Ja, also Sie können beliebig viele Attribute und beliebig viele Relationen einzelner Klasse hinzufügen. Und ja, die können dann auch da, und die werden dann auch so angezeigt. Und mithilfe der Punktsyntax ist es dann auch ziemlich einfach auf genau den Attributen dann, die da in der Relation stecken, darauf zuzugreifen. Ja. Ja. Gehen die Plugins auf eine API oder machen die jetzt irgendwelche Selects auf Datenbanken? Die machen Selects auf Datenbanken. Also ich kann es ja mal kurz aufmachen. Es ist, im Endeffekt macht das Isinga-Plugin oder alle anderen, die da so rumliegen. Wir nehmen einfach mal das Isinga. Cool.
Im Endeffekt macht er nichts weiter als einen Select auf die Singer-Datenbank mit dem Display-Name, der dem Namen des Hosts entspricht. Und reicher dann das Ergebnis, was Verbosi aus der Datenbank holt. Verbosi würde erstmal schauen, habe ich diesen Host überhaupt? Und dann kommt zum Beispiel ein Host aus, der OSDC heißt. Und dann wird dieser Hook, dieses Plugin aufgerufen. Und der sucht dann in der Singer-Datenbank nach dem Host. Und würde, falls er was gefunden hat, dann eben die Attribute dann einfach hinzufügen. Und Verbosi kann sie dann anzeigen. Ja klar, also es ist wie das Plugin dann im Endeffekt aussieht, ist egal. Ich habe hier auf dem Testsystem nur einen Formen-Dump, kein Formen-Laufen, deswegen ist es einfach ein Select auf die Formen-Datenbank, um da die Fakten rauszuholen. Was das Plugin dann im Endeffekt macht, ist die Sache des Entwicklers. Und klar, du bist natürlich komplett frei mit dem, was du da machen kannst. Wie schaut es aus mit Namespacing von den Attributen selbst? Also woher kommt jetzt das isVirtual? Das ist jetzt noch relativ einfach, weil ja, nicht gut, viele ja, da sind. Aber ist da irgendwas geplant? Oder? Da ich das isVirtual ja selber angebe, könnte ich ja selber ein Namensschema einfügen. Also ich könnte ja sagen, okay, das ist facts.isVirtual oder sowas. Also man könnte das Attribut einfach anders benennen. Aber von welchen Plugins die jetzt kommen, ist eigentlich eine gute Idee, kann man einbauen, ja. Aber nicht geplant, nee. Okay. Haben wir nicht offen. Ah, jetzt sind die Bildschirme natürlich falsch rum. Perfekt. So. Schauen wir mal, ob das klappt. Ja, dieses Linux. So, muss es wahrscheinlich noch accepten. Moment. Da. So. So, jetzt haben wir es aber gleich. Okay, im aktuellen Stand ist für Verbosi erstmal mehr so eine objektorientierte Datenbank. Das heißt, alles, was wir gesehen haben, dass wir kein Schema mitliefern, dass es einfach erweiterbar ist. Es ist erstmal eher so als Baukasten gedacht, so als Werkzeug für die, die das mal einsetzen wollen. Es ist noch lange nicht feature-complete, was wir da noch machen wollen. Die Liste ist lang und die Ziele, die wir uns da gesetzt haben, die sind natürlich immer noch groß. Das Webinterface wird noch einen riesen Batzen Arbeit, da wir erstmal nicht wissen, wie das Schema überhaupt aussieht und dann auch, wie das dann angezeigt wird, wird schwierig. Aber es ist bereit zum Testen. Wer damit spielen will, dem lege ich das ans Herz. Das macht Spaß, da mal so ein bisschen seine SQL-Kenntnisse einsetzen zu können und dann trotzdem mit so mächtigen Features wie der Objektorientierung da sein Schema weitervererben zu können. Und irgendwann soll es mal eine Sammlung an Plugins geben, um dann eben all diese Tools, die da draußen in der IT so rumfliegen, anbinden zu können. Und da wäre es natürlich toll, wenn das nicht nur von uns kommt, sondern auch von anderen, die das mal probiert haben. www.verbosi.org, da gibt es eine Version 0.7. Eigentlich machen wir das immer so, dass wir zu OSDC das dann auch releasen. Bei Verbosi ist das nicht so, da das mehr so ein Alpha-Beta-Ding ist. Aber wer sich das anschauen will, der findet da schon was. Und auf dev.verbosi.org ist dann unser Redmine-Issue-Tracker und auf git.verbosi.org liegt unser Git.
und schaut es euch an. Ist super.